Hallo und welcome back, my friends, zu einem weiteren Video. Was haben? Weihnachtliche Träume auf Pandora. Wir spielen heute die Mission Flug der Erinnerungen im Kinglorwald. Kaji hat nach mir gefragt. Sprich mit Kaji. Er ist in der Nähe des Heilkreises beim Heimatbaum. Die Armen. Oh, da kommt er. Und hungrig sind. Der Beste. Und ohne Nerven. Man gewinnt etwa. Fuck. Das verliert etwas. Aber man kämpft weiter. Und wenn du einen Freund brauchst, kauf dir einen Hund. Ja, aber gut, Leute, wer kennt den? Einmal Hashtag alle lieben Jona in den Chat. Oh Gott, das letzte muss ich wegcutten, XD. Boss, auf jeden Fall geil. Es ist geil. Hier wollte ich nochmal einen mit. Hallo, ich bin Forrest. Forrest Gump. Soll ich dir was sagen? Das ist mir scheißegal, du blöder Wichser. Du bist das Letzte. Mit dir kann man nicht mal die Scheiße aufwischen. Schieb deinen schwulen Arsch in den Bus. Du bist jetzt in der Army. So, Friends. Wir gehen jetzt aber mal. Und wer bist du? Zu Kajish. Ich hab ich was für dich. Jo, ja, das Ding, das brauche ich. Mal. Ja, das ist eher uninteressant. Komm her, wenn du mehr brauchst. Jo. Du hast die Augen eines exzellenten Bogenschützen. Ich weiß. Ich bin du ja auch. Dich verbessern? Stellungsmaterial, Beutel ist voll. Pfleg deinen Bogen gut. Ja, schreib mich doch nicht gleich so an, lieber. Fremder. Ach komm, ich hau das Zeug einfach weg, was ich nicht brauche. Charakter, Beutel. Wenn du einen Freund brauchst, kauf dir einen Hund. Ah, da war aber jetzt jemand schnell im Cutten. Jonas, sehr schnell. Aber nice auf jeden Fall, sehr nice. Na klar. So. Also mein Tipp auf jeden da Fall, Leute, guck. So. Du willst dich verbessern? Guckt das Zeug hier, wenn ihr das kriegen könnt, was hier Mama. Oben so in der Ecke. Was hier oben in der Ecke so ein kleines Mini-Symbol hat. Wenn ich jetzt sagt, ja, das könnt ihr auch in der Wildnis finden. Ja, das könnt ihr alles gerne tun. Aber ihr wollt ja im besten Fall gut vorankommen. Und wenn die das mal im Angebot haben, das braucht ihr nämlich für. Ach, leck mich in die Fresse, warte mal. Hier. Genau. Für das Zeug. So. Oha, gut zu wissen, XD. Genau. Siehste, Jonas, bleib dran. Es kann dir viel Zeit ersparen. Ich habe ja, und so lange ist das Game noch nicht draußen, mittlerweile schon 73% in der Story-Fortschritt und 73 Spielstunden. Ich glaube, die 100 Stunden werde ich dieses Jahr nicht mehr knacken, aber ja. Deswegen, man kann alles unter Natur finden. Aber bei manchen Sachen gut. Suchst du dich halt echt auch dumm und dämlich, ne? Deswegen, wenn du das kriegst, und dafür müsst ihr aber in jedem so einem Dorf hier, beobachtet, wenn ihr drüber fliegt, sind die noch nicht so markiert wie bei mir. Da müsst ihr rangehen und da habt ihr jedes Mal diesen Topf, wo ihr rum habt, da steht liefern da. Genau, hier liefern. So. Ist das dein Wert? Ja,
also ich habe jetzt schon das abgeliefert, was sie braucht. Ne? Der Sieger wird das mögen, oder? Aber ihr müsst spezifisch in jedem Dorf diesen Topf anklicken. Ne? Oder Korb oder wie auch immer, wie ihr es nennen wollt. Wo hast du gelernt, einen Bogen so zu bespannen? Sicher nicht von mir. Plan? So. Genau, das habe ich nämlich off-stream und off-video gemacht. Ich bin nochmal alles abgeflogen und habe die ganzen, also habe in den kleinen Camps ja angehalten auch. Ja, und die ganzen Körper mal angeklickert. Plus, ihr kriegt dort die getrennten Verbindungen, Missionen und so weiter. Das, was ihr quasi sucht. Also nicht die Sucht, sondern, ah ja, moin. Kamera sagt nö, Kamera sagt wieder ja. Ich bin zurück, wir sind wieder am Start. CTO DJ Johnson hat gerade gerecheckt. Jetzt seht ihr den Wal wieder vor der Kamera. Den fucking Moby Dick! So, und jetzt hab ich in dem ganzen Gequatsch schon vergessen, dass wir, wo müssen wir denn hier? Zum Heilkreis. Ist hier irgendwo. Heilkreis in die Air. Schalalala. Heilkreis in dir. Nicht der richtige Moment, um hier Ärger zu machen. Kann doch, ich dir doch, helfen? Doch. Ha? Du wolltest mir auch helfen? Nee, bloß du, oder? Taugt Nivikas Seite nichts mehr? Ich sehe ein starkes Band zwischen dir und Etu. Ja, wir haben viel zusammen durchgemacht. Der Tod verbindet uns alle. Vor allem, wenn man ihm gemeinsam gegenübersteht. Etu braucht dich jetzt. Ist er okay? Ja, körperlich. Doch seine Seele leidet. Seine Ikran zu verlieren, ist unvergleichlich kummervoll. Etu lebt stets im Augenblick. Nun muss er innehalten und Verantwortung übernehmen. Das mag er nicht. Kann ich ihm helfen? Er hat mir geholfen. Ich will mich gern revanchieren. Nur Etu weiß, wie er sich von Somme verabschieden kann. Deine neue Ikran-Bindung zeigt ihm vielleicht, dass es Zeit ist, loszulassen. Ihr könntet es gemeinsam tun. Das wäre mir eine Ehre. Gut. Die Jäger wispern, Etu verbringt viel Zeit an dem Ort, an dem Somme starb. Dort findest du ihn wahrscheinlich. Geh weiter. Finde Etu und spricht mit ihm über seinen Kummer. Kachi vermutet in der Nähe des Ortes, an dem Somme starb. Somme, Somme, Somme. Schi, 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 bum, bum, boah. Genau, und den Vorteil hat es natürlich, wenn ihr die ganzen Nester freischaltet, die muss ich auch mal gucken, ob man die auch irgendwie grün behakt kriegt. Wow. Ja, genau. Kann ich die Cam schon wieder anmachen? Ja, oder? Der Facecam? So, da könnt ihr nämlich auch einfach immer schnell reisen von Ort zu Ort. Oh nein! Was war mit den Pflanzen? Ich das gewusst, der hätte natürlich meinen Ikran genommen, aber Ikranovic Kartoffelklitsch sagt nö.
Aha, Quelle 14 kriegt Schnee. Es schneit, es schneit. Ah, das hat schon was mit dem Boden, oder? Und Schnee. Was sagt Teddy dazu? Müssen wir jetzt hier hoch auf das Busch gesehen? Oh, ich bin deine Granovic-Koppel verblieben. Du kannst um einen kriegen. Bitch! Ach nee, du bist ein Typ. Hallo. Ich bin der Hermes. Elanai. Was führt dich her? Ich suche nach dir. Guy meinte, du bist hier. In meiner Einsamkeit bringt mir dieser Ort Schmerzen und Linderung. Alter, nee, gerade wie eine Pussy geheult? Schöneren Erinnerungen. Sag ich ganz ernst. Nach der Jagd rasteten wir stets am Aussichtspunkt der Jäger. Somme streckte sich und wollte Leckereien. Der Blick von dort, Elanai. Oh. Zeig ihn mir. Wir können uns von ihr verabschieden. Ich weiß, was du da versuchst. Nun gut. Ich akzeptiere dich als Begleiter auf meiner letzten Reise für Somme. Du bist mir immer einen Schritt voraus, Edu. Wofür hast du dich entschieden? Ich denke nur daran, wie feiere ich ihr Leben und ehre ihren Tod. Ich habe eine Idee. Schicksalsfrüchte sind scharf und stark wie Somme. Somme! Somme! Ich werde mich vorbereiten und dich am Aussichtspunkt treffen. Flieg über die Wasserfälle und an den Bögen vorbei. Folge dem Fluss bis zur Steinsäule. Wo gibt es Schicksalsfrüchte? Die Frucht hängt unter den großen Blättern, die deinen Fall dämpfen. Spring und sammle sie auf dem Weg nach unten. Klingt nicht so einfach. Ich glaube an dich, Elanai. Du bist schon unter schwierigen Umständen. Ich auch an dich. Ey, Hundefreund, was geht ab? Anna! So, jetzt haben wir wieder eine typische Ubisoft-Mission hier. Besorge Edu die Dinge, die er für Somes drauf hat. Und die Schicksalsfrucht muss von ausgezeichneter Qualität sein. Natürlich. Haben wir so Zeugnis schon im Inventar? Eventuell? Schicksals, Blattrohre, seltene Schicksal. Der Krone des Schicksal, Blatt. Was? Von Schicksal Blattrohren. Oh. Oh shit, Mann, Alter. Oh. Oh. Das war heavy. Heavy Hippopotamus. Christian! Es geht ab. Erinnerungsmalerei. Pizzas Blattrohr. Es ist kein Biom, es muss ein Ort sein. Schwesterblumen. Klapperbach. Trittstein plus Strom, verschlungener Strom, schimmernde Fälle, Weisheitssee,
Gewundener See? Drück mal auf den Schneeknopf. Passiert nichts. Let it snow, let it snow, let it snow. So, warte mal. Nee. Jetzt nochmal. Let it snow, let it snow. Nice, scheiße. Ah, Squash am Bohr. So. Sieht wunderhübsch aus, oder? Das kann man doch bestimmt unter ganze Presseszene machen. Geht das per Copy-Paste dann einfach? Kann ich das selber machen? Soll ich die Flocken größer machen? Ich weiß nicht. Was sagt der Chat? Mit einem Joden, nein. Nee, der Krone? Von Schicksalsplattform. Okay, das ist too much. Oh ja, das ist too much. Die große Formversammlung. Dabei ist der Sammler gewöhnlich von oben ergreifend gut mit riesigen Perlen. Schneesturm beim Wichsen. Schneesturm beim Wichsen. Oh ja. Die Samen der Frucht liegen im Fruchtwerden. Aber ich glaube, ich habe sowas schon am Start, Mann. Vielleicht gibt es ja auch einfach hier im Busch so. Ah, ja. Nee. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ah. Ah. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier 40 Minuten nach der Scheiße suchen muss, aber das kriegt wieder Krämpfe im Darm an. Sind doch die Dinger hier oben? So, hier haben wir so ein Kackei. Die raus, die Scheiße. Jotenei. Bodenei. So, also ich markiere mir den Fleck hier mal. Und jetzt gehe ich aber gucken, ob wir so ein Dings am Schlüssel haben. Alexa, stelle den Timer auf meinen Penis. Alexa, rede lauter mit mir. Alexa, stelle Timer auf meinen Penis. Auf meinen Penis. Etua ist die Zukunft dieses Clans, so wie ihre Mutter. Das konnte ich leider nicht zu deiner Musikbibliothek hinzufügen. Alexa, du bist eine Schlampe.
Auch geht nicht in der Ecke schreiben. Ich bin der Meinung, ich hatte das Zeug am Stock gemacht. Wird uns alle ruinieren. Also du musst mindestens, hebt euch wirklich, mark's my word, von jedem, wo ihr was Goldenes oder Lilanes habt, mindestens eins auf. Ihr braucht es in irgendeiner Mission. Und wenn ihr nicht so verwirrt und gestört rumlaufen wollt wie ich, dann... So. Es muss doch trotzdem verdickte Scheiße nochmal. Schicksalsbruch. Auffindbar auf Schicksalsplattform. In der Nähe der Krone. Eigentlich ist das doch die übelste Billowfrucht, oder? Bin ich so blöde gerade bloß? Stell ich mich an wie so ein elender Hurensohn? Quatsch, nicht so schlau, hilf mir lieber. Das ist auch immer, wenn die eben zukauen mit ihren schlauen, neuen, klugen Sprüchen, ey. Wenn man wenigstens zu schlau gewesen wäre und sich das gemerkt hätte, wo man das mal gefunden hat. Aber Avatar ist ja jetzt auch nicht gerade ein kleines Spiel, ne? Vielleicht kommt gleich wieder Gross in den Kommentaren. Nee, aber so groß ist es ohne die anderen Spiele. Ja, nee, wie ein Assassin's Creed sicherlich nicht. Aber meiner Ansicht nach größer wie ein Far Cry auf jeden Fall und umfangreicher. Und vor allen Dingen schwerer. Aber der Fallschaden ist ja nicht so. Weil wir ein riesengroßer Navi-Cock sind. Alter. Junge, 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 Junge. Da war ich jetzt aber überrascht. Ja, Elektroschlampen, Fotzen, wegbastard viel. Um. Hey, ich brauche ich nicht, verpiss euch. Wenn ich hier fertig bin, brauche ich eine Brille. Eine neue, oder? Nee, hey, warte mal, hä? Sind das so Kackfrüchte? Ne, sind nicht scheiße. Mein Leben. Ich suche das Schicksalsblattrohr. Wo kommt es nur vor? So fertig. Ach, ne, halt. Jonas, ich hab noch ein Anliegen. Dort weiß ich ja, dass du gesagt hast, das ist easy machbar oder schnell machbar. Ja, ich weiß, das haben wir vom Kennenlink auch gedacht. Aber ich glaube, das ist es wirklich. Also zumindest für dich. Klang hoch, du als wüsstest du gleich. Oh, was ist denn das?
Und zwar geht's, dass es die Lieder, die Cover von den Spotify-Liedern anzeigt. Von jetzt ab wieder. Do you know what I mean? Und ich glaube, ich sitze jetzt das allererste Mal seit Ewigkeiten mit einem weißen Oberteil im Stream. Und das mache ich nur, weil Schnee im Winter. Ah. Nenn mich Falco, der Schneemann. Na, wer kennt den Insider? Ziehst du das HW-Hemd noch an? Jonah, ist das jetzt dein Ernst? Ich heb das auf, genauso wie den Brief, und behalte einfach das alles oder das viele Positive in Erinnerung, ne? Und fertig. Aber ja, im Sommer vielleicht. Also aufgrund von Bequemlichkeiten. Und hässlich ist es ja auch nicht. Also mir hat es ja auch gefallen. Susi hat es nicht so gefallen. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mich in Zukunft bei Schnee im Stream, also wenn es bei mir schneit ja in der Bude, mit Hawaii-Hemd sitzen sehen wollt. Das sind dann auf jeden Fall GTA 6 Vibes schon. Oh, wie finde ich denn diese Kackfrucht jetzt, Mann? Junge, 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 Junge. Ich glaube, ich werde euch hier eine Dreiviertelstunde zuquatschen. Obwohl, Video läuft schon 26 Minuten. Ich werde euch wahrscheinlich länger zuquatschen. Und wir werden diese Kackfrucht immer noch nie gefunden haben. Ich werde leider mal googeln. Ja. Wegen Spotify mache ich mal wann anders. Ich habe jetzt keine Nerven zu. Ich muss kacken. Oh, sehr gut. Dann wünsche ich auf jeden Fall maximal guten Schiss. Vergiss das Handy mitzunehmen, weil wenn du meine Presse siehst, scheiß dich gleich viel besser. Oh, jetzt gucke ich. Und weh, ich bin wieder der Einzige, der hier Avatar-Videos bei Google drin hat. Avatar von Tears of Pandora. Schicks. Schicksalsfrucht finden. Oh. Google, du Fatze! Diese Früchte sind auf dein Schicksalsfass zu froh zu finden. Gibt es oft in der Nähe der Krone von Blattrohr. Begebt euch in das große Blattbiom des Kinglerwalds. Aufragende Türme, die fünf Schwestern. Das große Blattbiom. Na bitte, damit können wir doch arbeiten. Das ist hier das große Blattbiom. Und hier drüben. Also, Friends, ihr habt es gehört, wo es findet. Ganz ruhig. Alles okay, oder? Ja. Prosinski. Hey, das geht ab. Wir reiten die ganze Nacht. Ach, so ging schnell reiten. Hab mich die ganze Zeit schon gefragt. Aber ich muss echt sagen, die Steuerung von den Viechern, die fühlt sich maximal weird an. Wirklich maximal weird. So, jetzt sind wir im großen. Ich überlege schon, ob es mehr Sinn macht, hier rüber zu machen, vielleicht. Aber können wir erstmal hier gucken. Sind das nicht die Dinger hier?
wo wir hin müssen? Guck mal. Ah, hier haben wir gleich, hier drüben sind die Früchte. Oh Gott. Ah, warte mal. Das ist nicht euer Ernst. Ich muss sie ja hoffentlich jetzt nicht wirklich ernstlich im Flug einsammeln, oder? Naja, ja. Oh, du mein Ikran. Ikranovic Kartoffelglitch. Da bist du ja. Tja. Was? Ja. Scheiße, kannst du bloß landen. Fuck, Mann. Ich kann doch nie ernsthaft. Eine gefährliche Höhe. Ja. Das ist geglitscht, oder? Ja, gefährliche Höhe. Obacht jetzt. Ha? Wenn ich von hier drüben. Oh, verpisst euch! Fickt euch mal! Ich habe gerade einen Baum hier gefunden, von dem ich eventuell noch rüber sliden kann. Genau. Och Mann, Alter! Na klar! Ja, gleich wieder. Ihr seid solche Fotzen, oder echt? Genau, und ihr auch noch. Ja, kommt ruhig alle. Nur klar. Richtig. Jawohl. Jawohl. Tore. Tore. Ohre. Oh, halt still, Dreckvieh. Ja. Ey, wisst ihr was, wenn ihr mir jetzt auf den Pisser geht? Kommt her, ihr kleinen Bastardviecher, kommt her. Kommt. Kommt ran. Ich lösche eure scheiß mickrige Existenz aus. So. Komme ich von dem Baum jetzt an die Kackfrüchte ran? Kann ich die Früchte runterschießen? Wissen Sie Stress oder was? Ja, da steht's richtig. Ich habe dich zerstört, du Bastard. Zerstört. So. Jetzt nochmal.
ich bin echt am Rätsel, wie ich... Oh, verpiss euch. So, das kann doch nicht so schwer sein, die scheiß Dinger von dem Bomben runter zu kriegen. Oder bin ich so der mit mir? Ich kann es so ne? Die lassen ja schon die Beutel noch Zufall umraffnet sein. Muss schon was weghauen. Komm mal her, sprich mal hier, ich bitte dich mal bitte mit Scheiße. Bevor ich den Beutel leer kriege. Genieß es. Was ist? Weiß nicht. Ich hab aber die. Weiß nicht, ich hab die Palle auf jeden Fall noch nicht abgedeckt. Ja. Ha! Nein! Verdammt. Also schneide jetzt trotzdem bei mir unter Facecam hier. Ja. Was machst du? Es schneit, siehst du das nicht? Es schneit. Ja. Sitzt es hier besser, eventuell? Ja. Ja. Okay. Nur da hat das trotzdem ein Lied. Ohne Kamlik. Ohne Kamlik. Weil er selber auch geknickt, deprimiert. Gefickt war, was ja, wir können, also ist immer noch nicht erklärbar und nachvollziehbar, warum es damals ging und jetzt nicht mehr. Ne? Das hat schon nichts geändert. Also, meine Hardware ist ja nur besser geworden. Ich krieg hier scheiß Früchte nicht mit Bäumen. So. Wenn ich jetzt an dem Ding vorbeifliege, kann ich das im Flug einsammeln? Teddy, hast du eine Idee? Ja, gefährliche Höhe. Oh, ich hab's eingesammelt. Ich hab's. Schicksalsfrucht, gut. Fick dich. Ich brauch da hervorragend. Oh. So, gut, ich weiß jetzt, wie es geht auf jeden Fall schon mal. Dann gehen wir jetzt einfach mal. Hier rüber ins große Blatt. Und jetzt mit meiner Pacecam gerade los. Steht ausgeblendet gerade. Gehen wir von alleine aus? So. Oh Mann, nee, ja, lieber. Junge, Junge, Junge. 39 Minuten schon für so ein... Ja, den wollte ich jetzt noch gar nicht rufen, aber alles gut. Komm her. Ah, tatlos reden. Sehr gut. Ja! Etu hat am schimmernden Fell in der Region der Spindeln. Achso. Die Felle befinden sich bloß aufwärts am Fluss des Mendel. Er befindet sich auf einer Insel im Fluss, der großen durch Blätterpflanzen verbunden ist. Ah ja. Wisst ihr? Und wenn ihr fein das gemacht habt, wie ich euch das gesagt habe, hier die Feldlabor und alles klar gemacht, dann richtig habt ihr die Möglichkeit
hier schnell hinzureißen. Wo bist du denn jetzt? Bald nun ist Osterzeit, fröhliche Zeit, dann ist der Osterhase gar nicht mehr weit. Freunde, das sollst du machen, was du willst und was ich will. Hat uns was zu Brettchen gegeben? Nö, hat doch nicht. Hier ist er, ja. Kuckuck. Hallo. Bin's. Kinderme. Mein Freund. Mein Herz ist schwer. Aber du bringst mir Freude. Alles für dich und Somme. Hier sind die Früchte, die du wolltest. Ich nehme die Samen. Sie symbolisieren neues Leben für den Beginn deiner Reise und das Ende meiner Reise mit Somme. Aber. Mir fehlen die Worte. Ja. Lass dein Herz sprechen. Ja. Schön pressen. Was sind die jetzt hingesteckt? Steckt mal nicht da hinten rein. Bitte. Diese Samen stehen für neues Leben und neue Bindungen. Die Sonne wird sie wärmen, der Regen nähren. Mögen sie so stark sein wie unser Band, Somme. Deine Stille wird stets in meinem Herzen wohnen, Somme. Ein überstürzter Geist kann leichtsinnig sein. Vergib mir. Flieg mit Ewa. Ich bin froh, dass wir Somme gemeinsam gedenken konnten. Mein Herz ist leichter, aber die Reise ist lang. Irgendwann werde ich mich vielleicht erneut binden und mit dir fliegen. Ist das die beste Panzerung, die du finden konntest? Oh, was? Ach so. Okay, es gibt da Prä und noch. Aha. Jetzt hat der Bre uns tatsächlich noch gute Panzerung gegeben. Also, ob die gut ist, werden wir jetzt gleich feststellen. Ja? Huch. Schwachstellen-Schaden. Ach so, ja, ich könnte ja auch mal Kreize schaden. Nee, das mit Bonusgesundheit behalten wir mal, das ist schon ganz gut. Warte mal, ich hab doch irgendwas mit Blitzschaden, das brauchst du doch gar nicht. Das war damals für die Jagd bloß gedacht. Hier auch noch was mit? Da nicht klar. Nee.
Ja, kommt wieder. Ja, nö, das ist alles gut. Dass wir hier immer noch so diese Billo-Dinger haben, so kurios. Ja, Friends, da haben wir es hinter uns gebracht. Video in Überlänge, obwohl es bloß eine Nebensache ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Hier oben in der Ecke, da wird jetzt irgendwo gleich wahrscheinlich ein Kanal aufploppen. Gerne ein Abo dafür da lassen. Ich danke euch von Herzen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt bis dahin. Peace, peace, euer Amex. Mua.